Also Leute, wir haben gerade eine sehr große Krise. Die immer was zu kritisieren. Die kann ich nicht. Ich finde Mathe einfach unglaublich schwierig. Krass, was passiert ist und so. Konzentriere dich jetzt zwei. Ich halte mich halt auch noch 90 Minuten Vortrag und ich habe keine Pause zwischen diesen Sachen. Arginreste sind gleich viel da wie Thyminreste. 2 plus 6 ist 8. Haben wir an dem Tag unsere Politik-Leistungskurs-Klausur zurückbekommen? Ich hätte mir mein Abitur einfach ganz anders vorgestellt. Ich ging da rein in diese Klausur, sah die beiden Texte und war so, Hi Leute, ich krieg heute meine Noten. Das sind noch ungefähr 4 Stunden oder so bis zu den Noten und ich habe sehr Angst. Alles wird gut. Das Leben geht weiter. Im schlimmsten Fall gehen wir dann nach. Alle weinen gerade schon. Dankeschön. Oh mein Gott. 860. Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich teile mittlerweile seit 3-4 Jahren meine Schultipps hier auf YouTube und habe euch durch meine gesamte Abi-Phase mitgenommen. Und heute kommt das, auf das wir alle gewartet haben, sehr, sehr viele. Ich habe meine Abi-Noten. Ich habe meinen Abi-Durchschnitt und meine Resultate aus den Abiturprüfungen. Es ist wirklich so crazy, darüber nachzudenken, dass ich meine Noten und meine Lernmethoden gezeigt habe, alles hier, über die ganzen 2 Jahre. Also ich habe jede Woche eigentlich in meiner Oberstufenzeit ein Video rausgebracht, wo ich euch über meine Methoden erzählt habe, alles Mögliche. Vlogs gefilmt habe, ihr wisst eigentlich fast alles. Alle Noten immer geteilt habe und jetzt kommen wir zu meinen Abiturnoten. Mega, mega, dass ihr jetzt hier dabei seid, dass ihr mich vielleicht schon länger verfolgt. Wenn nicht, abonniert auf jeden Fall, denn was hier kommt, wird euch helfen. Da bin ich mir sicher. Egal, in welcher Lebenssituation ihr seid, egal wie alt ihr seid, ob ihr schon Abitur gemacht habt oder nicht. Ich hoffe und bin immer stets bemüht, dass meine Videos allen helfen, die sich angucken und stets mit Mehrwert gefüllt sind. Das war heute deswegen sich noch ein bisschen fertig aus, weil das war gerade so krass. Einfach damit ihr ein bisschen... ja, diesen Eindruck bekommen, es wird wieder ein bisschen ein Laber-Video. Deswegen holt euch eine Tasse Kaffee, nee, Kaffee nicht, Tee, Getränk, was auch immer, macht es euch bequem, lehnt euch zurück und schaut dieses Video an, vielleicht sogar wie ein Podcast, hört ihr nebenbei beim Aufräumen, beim Malen, whatever. Ich werde ein bisschen erzählen, werde euch wie immer aber alle Timestamps unten hinschreiben, dass ihr nur das angucken müsst und könnt, was ihr auch wollt und was euch interessiert. Fangen wir erstmal an, ganz kurz, damit ich einen groben Rahmen gebe für alle, die vielleicht nicht so lange dabei sind. Ich habe auch schon Videos gemacht, in denen ich von meinen Abi-Prüfungen erzählt habe und dort genau beschrieben habe, was ich machen musste. Also die ganzen Aufgabentypen, die ganzen Themen und auch wie ich gelernt habe. Das sieht man auch noch in den Vlogs ganz gut. Und da habe ich meine Predictions, meine Noten-Predictions auch schon so ein bisschen gesagt. Es ist irgendwie schwierig, weil ich hatte eine große Erwartungshaltung an mich, weil ich schon in den Qualifikationsphasen sehr gute Noten hatte. Also ich bin da schon mit 580 Punkten reingestartet. Ich wollte es erst nicht sagen, habe es auch bis jetzt nicht gesagt, das erste Mal, dass ich jetzt sage, weil ich finde immer diese Zahlen auch ein bisschen schwierig. Und ja, das ist halt so... Ich weiß nicht, ob ich meinen Schnitt so groß, also an die große Glocke hängen möchte, weil ich finde, es motiviert total, es beweist, dass meine Methoden funktionieren, bei mir zumindest, und dass sie mir geholfen haben. Gleichzeitig finde ich, macht es auch so einen unnötigen Druck, weil, wie ich auch oft sage, hängen die Noten auch von ganz vielen verschiedenen Komponenten und Parametern ab und ganz viel spielt mit rein in die Note. Also es hätte auch sein können, dass ich jetzt nicht die Note habe, die ich jetzt hier habe, sondern schlechter, wenn ein paar andere Dinge passiert wären. Keine Ahnung, ich hätte ein anderes Fach wählen müssen, hätte einen anderen Lehrer gehabt. Anderes Thema, es ist ja immer irgendwie abhängig von bestimmten Dingen. Deswegen finde ich diese Zahlen immer so ein bisschen blöd, aber ich finde es auch wichtig und ich glaube, es ist auch wichtig für YouTube. Und ich hatte deswegen auch schon eine hohe Erwartung an mich. Also ich hatte 580 Punkte im ersten Block, das heißt in den 4 Semestern Oberstufe, also in dem 11. und 12. Schuljahr. Und man konnte in diesen Semestern maximal 600 sammeln. Aber 600 ist sehr unrealistisch, weil da musst du in jedem Fach, in jedem Halbjahr 15 Punkte haben. Hatte ich nicht, logischerweise, aber ich hatte schon das ziemlich viel, dass ich 580 hatte. Es gab keine besseren Noten bis dahin. Also war ich halt schon relativ chillig eigentlich auf die Prüfungen eingestellt, weil ich mir dachte, so sehr kann ich es nicht mehr verhauen.
Es hat mir sehr geholfen. Deswegen denkt, falls ihr Abi macht, daran, dass jeder Punkt zählt und dass, wenn ihr in die Prüfungen reingeht, ihr ja schon viel gesammelt habt. Weil ich glaube, als hätte ich alle Prüfungen bestanden, hätte ich mein Abi auf jeden Fall geschafft. Und ich hatte diese Sicherheit schon, dass ich, weil ich in den Qualifikationsphasen schon so viel gesammelt hatte, ich jetzt in den Prüfungen nicht mehr jetzt so herausragend sein muss, um halt ein Abi zu haben. Genau, deswegen hatte ich 580. Ich habe mir das so ausgerechnet, Leute. Ich hatte da quasi 0,8. Ich dachte mir so, ja, wäre halt nett, das zu halten, aber wäre auch nicht schlimm, wenn ich das nicht habe. Aber ich fand irgendwie 1,0 schon ganz nett. Deswegen habe ich gerechnet, für 1,0 braucht man halt 823 Punkte. Da habe ich mir halt genau ausgerechnet, wie viel ich in jedem Fach haben muss, um 1,0 zu schaffen. Und es wären in jedem Fach 13 Punkte gewesen. Über meine mündliche Prüfung habe ich ja schon ein Video gemacht, da hatte ich dann noch 15 Punkte, steht hier auch. Und ich lese euch jetzt ganz kurz mal meine anderen Noten vor. Also, ich habe in Spanisch in der mündlichen Prüfung eine 1+, 15 Punkte. Ich habe in meiner schriftlichen Abiturprüfung in Englisch, das ist mein Leistungskurs, auch 15 Punkte. In PB, politische Bildung, Politik, das hatte ich auch schriftlich, war auch mein Leistungskurs, habe ich auch eine 1+, 15 Punkte. Und mein schlechtestes Fach war Mathe, hatte ich auch schriftlich, da habe ich eine glatte 2, also 11 Punkte. Und ich bin so glücklich. Ich hatte bei Mathe extrem Angst. Also, ihr könnt es auch mal in meinem Video nachgucken, wo ich über die Prüfungen geredet habe. Ich habe wirklich allen auch geschrieben, bitte 11, bitte 11, bitte 11, bitte 11, weil ich wollte unbedingt diese 11 Punkte haben. Ich hatte sonst immer 13 Punkte oder besser auf dem Zeugnis in Mathe, bisschen schade natürlich, aber ich war so froh, also Mathe war unglaublich schwierig. Es gab auch kaum Leute, die da irgendwie besser waren. Der Freund, mit dem ich immer zusammen lerne, Leute, ihr kennt ihn, der immer meine Vlogs ist, der hat 14 Punkte in Mathe, Leute. Unglaublich, unglaublich. Ich glaube, es ist auch der Einzige, der eine 1 hatte in Mathe im Abi bei uns jetzt in der Schule. Glaube ich zumindest, also in meinem Jahrgang, ne? Glaube ich. Ja, auf jeden Fall ergibt das Ganze mit meinen 580 Punkten in dem ersten Block eine Gesamtpunktzahl von 860 Punkten. Ja, ihr habt gerade schon gehört, für 1,0 braucht man 823, ich habe 860. Das heißt, ich habe die 1,0 auf jeden Fall geschafft. Unglaublich. Ja, also würde man das Ganze mathematisch weiterrechnen, kommt man laut meinen Berechnungen auf 0,78, rein mathematisch gesehen. Also offiziell anerkannt ist nichts unter 1,0. Es gibt eigentlich nicht besser als 1,0. Aber mathematisch gesehen hätte ich tatsächlich besser als 1,0, was crazy ist. Also ich habe es ein bisschen so gerechnet, dass ich mir dachte, für jede 0,1 braucht man halt 17 Punkte besser. Und da ich halt, und dann habe ich halt so ein bisschen geguckt, was es jetzt wäre. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es anders gemacht hättet, aber ich schätze, das ist so. Und es ist crazy, also ich freue mich vor allem, dass sich halt die ganze Arbeit gelohnt hat und bin stolz, froh. Es ist auch tatsächlich das beste Abi in meinem Jahrgang. Es gab 4 Leute mit 1,0, alles meine besten Freunde, also sehr witzig. Es war halt so, wir sind halt, Leute, wir waren einfach so eine Strebergruppe, ne, also es war meine Strebergruppe einfach. Aber auch da gab es keine Person über 860, soweit ich weiß. Also es ist schon crazy. Es gibt 2 Gründe, warum ich das hier teile. Zum einen, weil alle gefragt haben. Alle. Es ist crazy, wie viele Leute mir geschrieben haben. Ich meinte nämlich gestern, als heute meine Abi-Ergebnisse rauskommen und mein Insta-Postfach war voll. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich schulde es euch, meinen Schnitt zu sagen. Was nicht stimmt. Es stimmt nicht. Also, ihr schuldet es gar keinem, euren Abi-Schnitt zu sagen. Und auch wenn ihr Videos postet auf Social Media und eure Methoden teilt, ihr müsst es nicht sagen, Leute, das ist nicht so. Aber ich finde es irgendwie ganz nett, doch, dann, wenn ich immer sage, wie ich lerne und meine ganze Reise geteilt habe hier, ist es, glaube ich, ganz nett, dann auch das Ergebnis davon zu sagen. Und natürlich ist es auch immer Social Proof, dass ich auch sagen kann, hey, ich habe eine 078 Abi gemacht, es funktioniert, was ich hier teile. Deswegen fand ich es dann auch ganz nett, nochmal so ein Video einfach zu machen. Ich will aber nicht angeben, weil, wie ich auch gesagt habe, es hängt von vielen Faktoren ab. Ich glaube auch, dass ich Glück hatte ein bisschen. Ich will nicht sagen, alles Glück ist, das stimmt nicht. Ich möchte doch keinem die Leistung aberkennen und sagen, wenn du 1,0 Abi hast, war das Glück. Nein, bestimmt nicht. Aber es wäre auch okay gewesen, wenn es nicht 1,0 gewesen wäre. Ich habe auch ein bisschen schlechte Gefühle, das Video hochzuladen, weil ich auch Freunde habe, die sich besser eingeschätzt haben oder Freunde, die in jedem Fach dachten, sie wären besser gewesen in jeder Prüfung und dann nicht so zufrieden sind jetzt. Auch bei mir in der Schule, als ich dahin gekommen bin, als sie Noten bekommen haben, es haben sehr viele geweint. Viele aus Erleichterung, weil sie froh waren, dass sie es bestanden haben. Einige aber auch, weil sie ja, sich besser eingeschätzt hätten. Und es tut mir so leid und ich
weiß gar nicht, was ich sagen kann, außer das Leben geht weiter und es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie man auch trotz eines etwas schlechteren Abischnittes vielleicht das machen kann, was man möchte. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man auch studieren kann, wenn man trotzdem noch nicht dem NC entspricht. Also, ich habe auch dazu schon ein Video gemacht, das heißt, so findest du dein passendes Studium. Da habe ich auch schon ein paar Wege erklärt, es gibt da einige Sachen. Also, falls ihr Fragen habt, könnt ihr mir auch schreiben, aber ich glaube, ich bin da auch nicht die beste Ansprechpartnerin. Man wird einen Weg finden, ganz bestimmt. Ich glaube an euch und ich glaube das und hoffe, dass das Video hier keinen Druck macht, sondern nur Motivation gibt und Hoffnung macht. Das hoffe ich. Das ist mein Aim. Diese Note, diese Zahl, es sagt nichts über euren Wert als Person aus. Es ist in dem Fall irrelevant für euren Wert. Ich kann verstehen, dass es blöd ist, wenn man den Schnitt braucht für bestimmte Sachen. Aber macht euch bitte nicht zu sehr fertig, weil es ist auch voll oft Tagesform, lehrerabhängig, themenabhängig, ganz viele Faktoren spielen mit rein. Und ich bin mir sicher, dass wenn andere Prüfungsformen, Arten, Themen angekommen wären, es vielleicht auch anders ausgesehen hätte. Ich weiß es nicht. Wenn ihr euer Bestes gegeben habt, war das genau das, euer Bestes. Und dann ist es auch gut. Ich weiß auch, es ist sehr blöd, das zu sagen, aus meiner Perspektive. Also ich muss mich immer so reinversetzen. Ich glaube, wenn ich jetzt meinen Wunsch nicht erreicht hätte und jemand auf YouTube sehe, der sagt, hey, ich habe 1,0, aber es ist egal, wenn du es nicht hast oder es ist nicht schlimm. Ich verstehe, dass es blöd rüberkommt, weil es immer so ein bisschen von oben herab wirkt. Und ich überlege halt, wie ich das irgendwie anders formulieren kann oder anders. Ich meine es halt wirklich komplett ernst, es kommt wirklich vom Herzen, dass ich mir wirklich denke, es ist für eine Person, für den Wert einer Person komplett egal, was hier draufsteht. Es ist komplett egal. Es wird immer Möglichkeiten geben, das zu machen, was ihr machen wollt. Wenn ihr es nicht schafft alleine, wenn ihr keine Stellen findet, wo ihr euch bewerben könnt, Hilfe bekommt, dann schreibt mir wirklich auf Insta. Ich kann euch, so gut es geht, versuchen zu helfen. Jetzt bleibt nur noch übrig zu sagen, danke fürs Zugucken. Ich hoffe, dass es euch gut geht, dass ihr einen schönen Tag noch habt. Ich wünsche euch das Beste nur noch. Und falls ihr erst Abi macht, dann guckt auf jeden Fall die Videos. Lol, kann man jetzt gut anbringen als kleine Werbung. Dann schafft ihr das vielleicht auch, weil ich habe alles, was ich dafür gemacht habe, immer geteilt. Liebe Grüße, adios, wir sehen uns, bis dann.